So, meine lieben Leute, herzlich willkommen zu. Hey! Beruhig dich. Oh, ein Hase. Ja, mit dem Bogen. Komm. Geil. Nein! Oh, schade. Okay. Jo, Leute, willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2 an diesem wunderschönen Samstag. Das ist jetzt der zweite Stream, den ich heute gemacht habe, für die Leute, die nie dabei waren. Ich habe nämlich auf Wasoplayset habe ich Pokémon Uranium mit Jens gespielt. Und nun spielen wir ein bisschen Red Dead Redemption 2 weiter. Ich war jetzt hier nämlich ein bisschen so am Grinden. Also jetzt nicht gerade, sondern vorher, so vor ein paar Tagen. War ich ein bisschen am Grinden wegen Tierhäute und so weiter und so fort. Und war nämlich dort bei dem Händler und habe die ganzen Häute und so verkauft, damit ich ein bisschen Money habe. Ich habe mittlerweile mein Kopfgeld und so weiter bezahlt schon. Denke ich mal. Ich hatte so in Erinnerung, dass ich das bezahlt hätte. Ja, habe ich. Und jetzt gehen wir nämlich zu dieser Mission hier. Ich weiß nicht mehr so richtig, was das war dort. Mal gucken, was da jetzt. Mal gucken, was da jetzt gleich so auftauchen wird, ne? Gaming Paul, was geht? So, reiten wir mal da mal hin. Und gucken mal, was da wenn die nächste Mission auf uns warten wird. Ich merke auch jedes Mal, wenn Rockstar Games haut ja immer wieder Updates jetzt hier gerade hier raus. Und ich merke bei jedem Update, dass die Performance so immer besser und besser wird hier, ne? Merke ich so. Weil als ich das erste Mal das Spiel gestartet habe, hätte ich es vergessen können. Aber jetzt wird langsam die Performance immer besser und besser. Habe gerade GTA 5 Bigfoot-Mythen für dich geguckt. Oh, Sarayella. Geile. Gute diese. Gute. Oh, Sayuri. Was geht? Bist auch dabei? So, reiten wir mal dahin. Ne? Warum sich das hier ein bisschen so verzögert hat? Einfach nur, weil ich hatte mega Hunger gehabt. Und ich wollte was essen. Was im Magen haben und so, ne? Von früher. Oh ja. Ja, also damals gab es halt viele GTA-Mythen, die ich machen konnte, ne? Aber mittlerweile habe ich schon fast alle gemacht. Ich habe bestimmt noch ein paar verfehlt. Vielleicht noch ein paar bei City Stories oder GTA Liberty City Stories und sowas halt. Aber da muss ich noch gucken. Muss ich ein bisschen recherchieren. Ich habe aber dafür gestern ein Real-Life-Mythen-Video rausgehauen. Und eine Abwechslung tut auch mal ziemlich gut, vor allem weil ich jetzt auch mein neues Mikro und so ausprobieren konnte. Beste YouTuber, Dankeschön, Gaming Paul. Kuss auf die Erdnuss, Brudi. SF, Niederwurf-Spiele und Outdoor-Videos, was geht? So. Ah ja. Okay. Ich denke mal, ich bekomme keine Ehre, wenn ich den Typen dort befreie. So. Reiten wir mal dorthin. Ich habe das dumpfe Gefühl, als ob es noch ein etwas weiterer Weg sein könnte. Ne? Wie lange willst du streamen? Wahrscheinlich so bis 21 Uhr werde ich das jetzt streamen. Und mal gucken, wie viele Missionen ich schaffen werde zu der Zeit. Ne? Je nachdem. Stay away from the wagon, Sir. Ja. Spielst du nicht mehr mit Dings? Spielst du nicht mehr mit Snons mehr Pokémon? So, lassen wir mal das Pferd ein bisschen ruhen hier. Easy, Girl. So, weiter geht's. Keine Pause, weiter geht's. Schwing dein Ding, schwing Bobbes! Los! Ey! Das bist doch du! Ich bedien mich mal. Das war komisch. Oh, schlechte Ehre. Pff. Keiner hat's gesehen. Alles easy.
Keiner hat's gesehen. Nee, der ist eben essen gegangen mit den anderen, nachdem er mich in Pokémon geschlagen hat. Ach so, okay, so ist das also. Oh Mann, ich freue mich schon, wenn meine Nintendo Switch ankommen wird. Und ja, ich habe schon bei Vaso Plaset erzählt, dass ich eine Nintendo Switch holen werde. Also geholt habe. Und jetzt erzähle ich es nochmal für den Kanal Vasito nochmal an Leute. Ich habe mir jetzt eine Nintendo Switch geholt und ihr könnt euch schon mal in Zukunft darauf einstellen, dass ich so vielleicht mal so ein paar Nintendo Switch Spiele spielen werde, so, und auch streamen werde, ne? Nur mal so am Rande erwähnt. Wenn die PS5 rauskommt, wirst du die direkt holen oder einen Monat bis ein Jahr warten? Ich, je nachdem. Je nachdem, was für Spiele und so rauskommen werden, werde ich es mir dann holen. Also wenn richtig geiles Game kommen wird, ne, was ich unbedingt auf der PS5 spielen möchte, ne, dann auf jeden Fall. Ja, beruhig dich. Gott. Yo. Ja, du bist ja nicht mehr der Lenin, ne? Du bist doch Friedrich Engels jetzt, ne? Mein Gott, wie kann ich meinen Namen von meinem... Ja, Friedrich Engels, Gott. Kann man mit dir online spielen? Meinst du jetzt Red Dead Online jetzt oder was genau? Wie lange spielst du Red Dead Redemption? Was meinst du jetzt, wie lange ich das spiele? Ich habe den ersten Teil gespielt auf der PlayStation, dann habe ich den zweiten Teil auf der PS4 durchgespielt und jetzt spiele ich das auf dem PC durch. Geiles Game, ohne Scheiß. Beste Story, die ich jemals erlebt habe. So jetzt, ne, von dem Jahrhundert, sagen wir es mal so, ne? Oder eher gesagt, von dem Jahrzehnt. Es gibt natürlich noch andere geile Stories, ne? Aber Red Dead Redemption 2 ist einer der geilsten Stories. Jo, Vasi, machst du auf der PC-Version weiter mit den Mythen? Je nachdem, ob es noch mehr Mythen gibt davon, auf jeden Fall. Also ich werde jetzt kein Remake mehr von den anderen Mythen machen. Es sei denn, die haben was bei der PC-Version nochmal was geändert, ne? Dann wäre es natürlich was anderes, aber das muss ich dann selber mal mehr angucken dann. Aber ansonsten werde ich dann dementsprechend weitere Mythen dann hier auf der PC-Version zeigen. Und dementsprechend auch Mods. Ja, Red Dead Online, ja klar. Mit mir kann man Red Dead Online dann später spielen. Ich hatte noch vorgehabt, Red Dead Online zu streamen. Werde ich noch machen, deswegen habe ich bei Red Dead Online erstmal noch nicht viel was gemacht. Wie war die deutsche Übersetzung nochmal? Red Dead Redemption 2. Oh. Wie war es nochmal? Rotes. Hä, weil. Ich bin so blöd. Ich hab die Übersetzung vergessen davon. Die deutsche Übersetzung davon, aber wen juckt's? Die deutsche Übersetzung ist Kaka. Deswegen sollte man Titel, die auf Englisch benannt sind, niemals irgendwie ins Deutsche übersetzen. Das geht nicht. Wie findest du den Xbox PlayStation Krieg? Machst du da mit oder findest du den Krieg lächerlich? Ich finde ehrlich gesagt den Krieg zwischen den beiden Fronten eigentlich lächerlich. Also jeder hat da so sein eigenes Ding, ne? Ich mag PlayStation, ich mag Xbox, ich persönlich mag PlayStation mehr, aber ich spiele auch Xbox. Rot, Tod, Erlösung. Ach so. Stimmt, so hieß das ja. Oh Gott, ey. Kacke, ey. So, was geht hier ab? Ich glaube, ich weiß, dass es für eine Mission hier sein wird. Ich habe so ein leichtes Kribbeln im Bauch. Uniforms everywhere. You see Sean? Hallöchen. I don't think so. Damn it. Where's Trelawney? Who knows? Just keep your eyes on. Where is that little Irish bastard? I'm not quite sure. Trelawney's off trying to find out. Has anyone been in the Blackwater, see how things lie? Place is crawling with Pinkertons, bounty hunters, pictures of Dutch and Hosea. We got a lot of money sitting in that town. And that's where it's gonna remain for now. Why haven't they hanged Sean, I wonder? I think he's bait. Well, they want to trial him publicly. Gentlemen, Sean is being moved up
the Upper Montana, then to a federal prison out west. Damn. Well, we can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or cut him loose. We're not cutting anyone loose. Of course not. Ike Skelding's boys are moving him to a camp nearby before handing him over to the government. So, I guess we need to stop them before they get to camp. Charles, why don't you head up on the north side? And then we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. Javier, Josiah, come on. Let's go see. So, es wird Zeit, unseren Boy Sean zu retten. The government, or people whom the government like, seem to be very angry. Sure. Well, we'll rescue Sean and then we'll get ourselves lost, good and proper. It's a big country. I hope so. So, let's go. Kommt mir das so vor, dass mein Pferd größer als deren? Die haben ja richtige Ponys hier. So süß. So, let's go. Folgt mir, Jungs. Ich muss mal kurz diesen Wegmarker dort wegmachen. Das nervt irgendwie ein bisschen. So, let's go, Jungs. Let's head up river and find this boat. Keep your eyes open for Pinkertons. They got patrols. Ist das normal, dass mein Mantel so komisch ist? Das sieht so komisch aus, ne? Alter, was ist mit dem Mantel von Arthur los? Das sieht nicht gut aus. Na dann. We'll follow them. Nice and easy. Let's make sure it's him first before you go starting another war. You think they can see us? If they can, we're just three fellas out on the trail. Act natural. Ich liebe diese Kinokamera-Modus, ne? Ich find's so geil. Dodging the law and sleeping in the dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. What happened in New York? You know how life is. Never a straight road anywhere. Especially with you. Nice to know I'm missed, though. Have you run out of people to rob? Oh, we'll never run out of people to rob. But without me, you'll not find the caliber of victim that I find. Maybe. Anyway, we should keep it down. Let's go. Stay with them. You all right, Javier? You're quiet. He hasn't stopped talking since we left you in Valentine. It's the longest ride of my life. Cute, dear boy. Very cute. So, wann retten wir endlich Sean? Deswegen sind wir doch hier. Ja, komm. Los, gib Gummi. Apparently there's a camp somewhere around here where the bounty hunters meet and transfer before continuing out west. I imagine that's where they're headed. Hast du schon mal... Oh, nur Shooter! Oh, mir fällt gerade was auf. Mir fällt gerade nämlich was auf bei der Facecam, was nicht stimmt, denn der Greenscreen-Effekt war noch eingeschaltet davon. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe das gerade gemerkt, als ich meine Kamera groß gemacht habe. Jo, hallo! Bert! They've stopped. All right, let's take a closer look. Binoculars, gentlemen? Chill, Brody, chill. So who are these bounty hunters? I don't know too much about Ike Skelton's boys, but I hear they're a big crew, wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yep. That's definitely Sean. Oh, they're giving him a decent kicking. Well, you can only imagine the shit he's been giving them. Oh, yes. They're taking him up the canyon. There's Charles on the other side. Let's go. What about the other two down there? I've got an idea.
Follow me. So, hast du schon mal Battlefield gespielt? Ja, habe ich, aber ich habe die... Ich habe nicht die neueren Teile von Battlefield gespielt. Weil ich jetzt momentan nicht so in diesem, sagen wir mal, in diesem Suchtmodus bin, wo ich so welche Games zocken möchte, ne? So eher etwas so ein bisschen ruhiger, so, ne? So chillig, millig, ne? Aber so Battlefield und so, jetzt gerade nicht so krass der Turner, ne? So, Momentchen, aber bevor wir da losgehen, ne? Lass mich kurz was Wichtiges mitnehmen. So, Bertha ist einsatzbereit. Found and created a distraction. Then you two sneak across and do the dirty on them. Okay. Crouch down out of sight. Take out your knife. Budi, du brauchst mir nicht zu sagen, was ich machen soll. So, komm. Kommst du jetzt, Javier? Okay, let's move down. Ich bin doch schon losgegangen, Brudi. Hallo? Javier? Alles klar, Brudi, alles gut. Bam, Junge! Ach, hä? Hallo? Warum hat er ihn nicht abgestochen? Der hat ihn nicht abgestochen! Was war das denn jetzt? Warte, hä? Der hat den Typ nicht abgestochen. Ich verstehe das gerade ehrlich gesagt nicht. Warte, habe ich... Komm, weißt du was? Nee, ich möchte einen neuen Versuch haben. So, auf geht's! Boom! Das, ich könnte schwören, dass auf der PS4, als ich das gemacht habe, die gleiche Mission, dass mir genau das gleiche passiert ist. Ich glaube, mir ist genau das gleiche passiert auf der PS4. Ich gebe dir einen Zehner, wenn du 4 Wodkaflaschen auszinkst und dann geradeaus rennen kannst. Genau. Da musst du ein bisschen mehr als einen Zehner geben, wenn ich das schaffe, ne? Oder... Ganz schon heftig, ne? So 4 Wodkaflaschen und dann noch geradeaus zu rennen. Excuse me, dear brothers. My wife is taken ill. Gravely ill. What's the problem? It's dear. So, warte, mir ist noch was aufgefallen gerade. Ich kann ja. Ich wollte noch kurz was machen hier. Weil das Facecam hat ein bisschen zu viel Bild. Ah ja, so, so ist es doch schon viel schöner. Schon 1000-mal besser. So, Javier, diesmal tötest du jetzt jemanden mit. Verstanden? Dankeschön. Dankeschön. Das ist, glaube ich, beim... Das ist, glaube ich, beim letzten Mal nicht passiert, nämlich. So, lass mich mal kurz ein bisschen looten. We got 2 halfway up the canyon to deal with. Okay, na dann. Let's go. Messer raus. Okay, lindo, those boots you got there, eh? Those are very nice. Javier, kommst du jetzt mit? Come on, focus. Oh. Javier? Ach komm, ernsthaft jetzt? Naja, scheiß drauf jetzt. Ach komm. Hallo? Wir werden mal mit sterben. Oh. Oh. Allah, ey. God damn it. Ah.
Oh, boy. Hallo? Javier, hilfst du mir überhaupt? Ach komm. Oh. Auf was spielst du lieber, PC oder PS4? Ich spiele lieber auf der PS4 als auf der... Also auf dem PC als auf der PS4. Ich bin mehr so der PC-Spieler. Oh Gott. Oh Gott. Lass schon da, komm. Bam. Oh. Okay, der ist weg. Holla, sogar ganz schön viele Kopfgeldjäger hier. Bam! So, weiter geht's. So, Sean, lange nicht mehr gesehen. Wie geht's denn dir, Mann? Boah. Komm mal her, schneid dich mal los. You're a lot less ugly from that other angle, Arthur. Come on. Do we get a hug, Arthur? A warm embrace for a lost brother now found. You know, nothing means more to me than this gang. The bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that, I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me. I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur Morgan. The kind of young whippersnapper can really admire. Oh, shut up. Right, we should split up. Javier, will you escort Mr. McGuire back to camp? Charles, best you ride separately. Be careful. There's patrols everywhere. What about you? I'm gonna see what's worth taking here. I'll meet you back there as soon as I can. All right. Okay, come on. Have I got stories for you? Yeah, I can't wait. I imagine y'all miss me a lot. But fear not, the joy is back in your lives now. So. Schön. Bisschen looten hier. Geil. Wir gucken mal, was die alle so Schönes hier haben. Wir haben doch bestimmt hier irgendwo... schön Geld versteckt, oder? So, Master 50, was geht? Hast du... Brudi, was das für eine Frage? So. Looten wir mal ein bisschen hier. Wir haben doch bestimmt hier irgendwo... Geld versteckt, oder? Kann ja nicht sein, dass es hier... leer ist. Irgendwas muss ja hier sein. Es sei denn, das hier ist wirklich nichts. Wann kommt das Halloween Best of? Wird in den nächsten Tagen so erscheinen, ne? Oh, Jin, geil. Was? Wer? Hä? Wer hat mich gesehen? Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder vergessen, dieses Programm auszuschalten, ne? Wer hat mich denn gesehen? Hier ist doch niemand. Ich bin legit verwirrt gerade.
Muss mal kurz ein Programm hier schließen, weil das stört gerade ein bisschen. Da ist es doch. Weg damit. Vergesse ich jedes Mal auszuschalten. So. Wer hat das Verbrechen gesehen? Jetzt mal ganz ehrlich. Wer? Wo? Ich habe keine Ahnung, wer mich gesehen haben soll. Okay, die Tür ist zu. Unbekannte Ver... Okay. Friedrich Engels, wird Zeit, von hier abzuhauen. Tschüss. Ich habe keine Ahnung, wer mich da gesehen hat. Aber ich gehe da mal, ne? So. Story. Da ist Story. Zack. Let's go. Ich frag mich, wie es aussehen wird. Oh, Master. Ne? Könnt ja raten. Könnt ja bestimmt denken, wie das Best of so sein wird, ne? Wie könnte das denn wohl bloß sein? So. Warten wir mal zurück. Jetzt ist der Sean wieder bei uns zurück in der Base. Maika haben wir beim letzten Part gerettet, ne? So. Was ist denn heute überhaupt los? Es ist Samstag, 19.30 Uhr. Nur zwei Zuschauer, ist ganz traurig. Naja, mir ist das egal. Ist auf dem Kanal, kann man sich jederzeit dann nachschauen. Ist ja nicht so schlimm. Außerdem habe ich ja Red Dead Redemption 2 ja schon durchgespielt auf dem Hauptkanal. Auf der PS4, deswegen, ja, es ist einfach nur so. Für mich mal ein bisschen so für PC, so ein bisschen Stream halt, ne? Wir sind auf chillig hier. Tatsuya Shima, was geht? So. Sind wir gleich wieder zurück beim Lager. Ich frag mich eigentlich, wann diese Mission kommen wird, wo ich mit Dings. Mit Jack Marston da. Wenn ich mit dem Boy zusammen angeln gehe, ne? Also ich geh mal mit einer Freundin zocken. Hat Spaß gemacht heute. Bist ein Ehrenbruder. Sayuri. Du bist. You are breathtaking! Du bist die Ehrenschwester hier. Freut mich, dass du heute bei dem Stream kurz dabei warst und bei dem anderen Stream komplett dabei warst. Freut mich sehr zu einem Alter. Da guckt man einmal weg und schon ist es scheiße dunkel hier. Was geht denn hier ab? Hallo? Danke. Da guckt man einmal weg und schon ist es dunkel. Alles klar bei dir? Ja, bei mir ist alles klar. Und bei selber so? Ich weiß, wie es weniger auf was zu Hause drauf gehen, da die Fraktionen nicht da sind. Die Fraktionen sind tatsächlich da. Nur, ich habe das noch mit den Bewerbungen und so nicht gemacht. Es gibt jetzt eine Mail für die ganzen Bewerbungen und so. Aber ich werde das noch in einem extra Video nochmal Bescheid geben, ne? Da bräuchte ich keine Sorgen zu machen. Kann ich bitte die Lampe wegpacken? Nein. Oh ja. Let's have some fun tonight. Let's enjoy ourselves. Are we having a party? Maybe, just a little one. Okay, let's go. Ich mag Partys. Kannst du bitte die Lampe mal wegpacken? Oder willst du jetzt durchgängig diese Lampe hier tragen? War auch schön mit dir zu reden. Ja, Sayuri, freut mich sehr zu hören. War auch mal schön mit dir mal so zu reden, ne? Kann ich mal bitte diese blöde Lampe mal wegpacken? Sean, ey. Even you, you grumpy old bastard, Arthur.
Bande feiert Sean's sichere Rückkehr und ist deswegen vorübergehend nicht für andere Aktivitäten bereit. Ja, geil. Ja gut, dann viel Spaß beim Feiern, ne? Ich gehe dann mal schlafen. Ich bin müde. So, let's go. Gute Nacht. So, dann schlafen wir mal bis... Ja, 9 Stunden ist gut. Willst du etwa ernsthaft... Lol. Willst du jetzt wirklich mit der Lampe dir jetzt anders schlafen gehen? Wow, Arthur. Wow. Ganz gut. So. Am Lagerfeuer am Rand des Lagers kannst du Gegenstände herstellen. Ah ja. Okay. So, dann rasieren wir uns erstmal schön hier. Wir haben ja ein kleines bisschen Bart bekommen, ne? Gesamter Bart. Weg, diese. So. Glatt rasiert hier. Was ist das denn für ein Symbol? Ah ja. Ja, der Reverend ist ein bisschen, ne? Ja, was gibt denn hier eigentlich? Auf die Jagd gehen. Rudy. Nein. Das gab's, glaube ich, auf der PS4-Version gar nicht, glaube ich. Ich kann ziemlich... Ah, hallo? Verfolgst du mich? Ach, du willst... Watch was picked from my fob, sir. I'll never get drunk. Alter. I'm resolved to try it. I feel terrible. What the fuck? Oh ja, okay. Ich kann nämlich keinen Zaster farmen und auf versteckte Päckchen suchen, habe ich keinen Bock. So ein Banküberfall wäre lecker. Ja, den gibt's aber schon, aber nur für böse Fraktionen. Ah ja. Aber sowas wie, wenn jetzt jemand zum Beispiel der Polizei joint, die Polizei bekommt dann halt Geld, ne? Also ich gebe der Polizei zum Beispiel dann so halt wöchentlich oder so Geld. Und ja, je höher der Rang, desto mehr Geld bekommt man dann halt, ne? Damit halt ein bisschen so gerechter ist, ne? Oh, jetzt kommen ein paar John-Missionen hier. Geil. Let's go. What did he say? Mary Beth overheard something about a train full of wealthy folk rolling down through Scarlet Meadows just south of the state border. Yes. Need help with it? I ain't even sure about doing it. Come on. At night, not too guarded, it's perfect. Nah, I ain't thought it through. You know, stopping a train, pain in the ass. Sure, but what if... We could force a train to stop. Well, of course. We get a wagon full of something flammable, oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. That is kind of brilliant. For you. That is a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. So we're doing it? Yeah, we're gonna need ammunition, guns, look real frightening, and some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. Gotta head into town for Abigail anyway. Don't even ask. You go find us an oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery. There's an old rundown shack just over the border. North of a place called Dewberry Creek. Leave it hidden somewhere near there. Na dann. Wollen wir doch einfach mal den Ölwagen, würde ich mal sagen. Oh, es sind noch andere Missionen erschienen. Wagen, die du für John stellen kannst. Ah ja. Aber da ist noch eine andere Mission gerade erschienen. Da sind die Wagen und da hier ist... Oh nee. So, wird Zeit, den Wagen da zu stellen. Oh, ich erinnere mich noch. Ich erinnere mich an diese Mission, wo ich diesen Wagen da gestohlen habe, ne? Was mit der... Sag mal, backt die Lampe dort an der Tasche oder hängt die... Die hängt ein bisschen unnatürlich dort, oder kommt mir das nur vor? Oh, Combat Unit, was geht?
Man, früher in den 80ern war es besser, dort konnte man den Zug stoppen. 2013 nicht mehr. Ja, das waren auch schöne Zeiten. Ich glaube, die Lampe backt ein bisschen da. So, let's go. Boah, ist das hell. So, let's go. Oh, warte, falsches Spiel. Wow. Ist aber ganz schön wenig los heute. Ja gut, kann ich auch verstehen. Samstagabend, Leute gehen feiern und so, ne? Und ich habe jetzt an diesem Samstag jetzt hier nicht so großartiges was vorgehabt, ne? Deswegen eine schöne Runde Red Dead Redemption 2 vertreibt Kummer und Sorgen. So ist es. So. Machen wir mal meine Lieblingsmission hier. Ist ja nicht so, als ob ich auf der PS4 hier irgendwie die Mission 3, 4, 5 mal verkackt hätte oder so. Ja. Ne? Schaffen wir mal First Try. Mit Easy. Kann das sein, dass das weniger Zuschauer werden? Naja, das ist ein Samstagabend, ne? Wer weiß, vielleicht haben die Leute gerade was anderes vor, so, ne? Okay, wie machen wir das jetzt hier am besten? Das ist halt jetzt die große Frage. Wird ja von allen Seiten hier bewacht. So, warte, gehen wir mal hin und reden mal mit denen. Okay, die sind nicht nett. Das heißt, wir machen einfach die Old-Taktik, die ich hier gemacht habe. Auch bei der PS4. Ich kletter einfach hier rüber. Und klau mir den einfach hier. So schnell es geht. So, warte. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Komm, setz auf. Okay, let's go. Oh, oh. Oh, Gott, 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 Gott. Okay, let's go. Okay, let's go, komm. Komm, 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 komm. Oh, warte, ich lebe noch? So, let's go, 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 go. Reite wie der Wind. Reite wie der Wind. Oh Gott. So, go, 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 go. Nups, Coco, was geht? Gott. Oh Gott. Ich weiß noch, wie oft das hier in die Luft geflogen ist. Oh Gott, die haben schon ein paar Mal drauf geschossen. So, ich muss mal kurz meinen Marker dort wegmachen. Das verwirrt mich ein bisschen. So, Gott. Gott. Wie war es damals nochmal? Repetiergewehr mit Mission Öl? Das passt schon. Ey, das. Ich werde nicht mehr verfolgt. Lief doch Ast rein. Muss ich schon sagen. Verliert ja nur ein bisschen Öl. Also du musst das nicht mal holen. Ölwaggon oder whatever das ist, es gibt einen Timer. Wenn er abläuft, wirst du gezwungen, zu John zurückzukehren. Okay. Wir machen es schon so legit, ne? Wir machen es legit. So wie ich das auf der PS4 gemacht habe. So, let's go. Wuhu! Okay. Ja, lief doch ganz gut. Auf der PS4 habe ich da... Oh Gott! Auf der PS4 lief es nicht so gut. So. Quasi, komm, Faustkampf. One versus one. Bahnhof Waselhausen. Ohne treten. Abo, Brudi. Aber ich mag es zu treten. Ich möchte gerne treten. Oh Mann. So, oh. Easy, boah. So, da sind wir. Läuft nur ein bisschen aus. Ist nicht schlimm, oder? Yeah. Oder ich würde mal sagen, sage John im Lager, dass der Wagen in Position ist. Na dann. Ach scheiße, mein Dings, meine... Ich wollte schon sagen, mein Hund. Mein Pferd ist ja ganz da hinten. Was mache ich jetzt?
Ja, du sollst nicht hinter dem... Hallo? Gib bitte vom Baum weg. Hör auf, mit dem Baum zu kuscheln. Schön, ach Gott. Schön, dass das Pferd mir gefolgt ist. Das Pferd ist ja am Arsch der Heide jetzt. Oh nee. God damn it. Warte, Männchen mal, wenn ich jetzt hier ein Lager aufbaue, dann sollte das Pferd ja rein theoretisch gesehen hier hinkommen. Also findest du den Story Mode von GTA 4 besser als 5? Also ich finde, die GTA 4 Story und GTA 5 Story ist beides gut. Ich finde beides gleich gut, ne? So, Pferd ist nicht da. Lauf jetzt erstmal 3 Stunden, dann sollte es wieder zurückkommen. Hoffe ich. Jo, Affe mit Waffe, was geht? Willkommen bei dem Stream, wo wenig Leute jetzt momentan da sind. Na, wie gesagt, es ist halt ein Samstag und Leute machen was halt mit Kollegen und so draußen, ne? Am Ende von GTA 4 kommen so viele random Missionsgeber, dass das irgendwie komisch wurde. Kann man so sagen. Kann man auch so sagen. Gott, muss ich jetzt wirklich den ganzen. Ich hätte das Pferd einfach mir folgen lassen. Ich habe das total verpeilt. Ach, damn it. So, Ausdauer ist Stufe 8. Nice. Da können wir die Ausdauer ein bisschen erhöhen hier. Abend, Ferndl, was geht? Warte mal. Habe ich das jetzt zweimal gesagt? Bin, glaube ich, ein bisschen leicht verwirrt gerade. Das meine ich nicht. Ich finde, GTA 4 hat so ein anderes Feeling. Also sagen wir es mal so. Ich persönlich, GTA 4 hat mehr so ein emotionaleres Feeling gehabt, ne? Das war ja so eine richtige traurige Story, quasi. Also so hat sich das für mich angefühlt, ne? Und GTA 5 war eher so ein Action-Ding, ne? Also so, das hat sich mehr so wie ein Action-Film angefühlt, ne? Also GTA 5. Und GTA 4 war mehr so ein Drama, Thriller, ein wenig Action, aber GTA 4 fand ich war emotionaler, ne? Ist jetzt, finde ich jetzt so, empfinde ich so. Oh ja, ich freue mich schon auf das neue Half-Life, oh ja. Leute, kurz wegen dem Half-Life-Trailer, ne? Ich habe mir den Half-Life-Trailer von Alex mir nicht angeguckt. Ich weiß nur, ich habe nur Bilder gesehen. Also nur das Endbild. Und ich weiß, dass das nächstes Jahr im März, glaube ich, rauskommen soll. Aber ich habe mir den Trailer noch nicht angeguckt. Ich wollte ein Reaction-Video davon machen. Deswegen... Nicht spoilern bitte, ich möchte mir gerne den Trailer dann angucken. Ich werde es dann auch auf YouTube hochladen. Definitiv. Auf jeden Fall. Bin nur noch nicht dazu gekommen, das aufzunehmen. Das auf jeden Fall, die Story ist sehr gut. Es hat nur ein paar Fehler, aber ich liebe GTA 4 und die Story. Ja, das stimmt. Max Payne 3 und GTA 4, finde ich, haben die besten Stories, wenn es um Drama geht bei Rockstar. Ja gut, bei Max Payne 3 ist das halt so eine Sache, ne? Ich finde persönlich... Max Payne 1 und 2, vor allem 2, finde ich, viel, viel, viel emotionaler als Max Payne 3, ne? Ihr wollt, dass ich eine Live-Reaction davon mache? So, komm. Pferd! Friedrich! Friedrich Engels! Ich kann nicht mal so pfeifen. Oder wie geht das so? Ich konnte das mal, aber jetzt kann ich das halt nicht mehr. So, was meint ihr? Soll ich zu den neuesten Half-Life mal ein Live-Reaction machen oder soll ich ein Video machen, wie ich darüber reacte und das dann hochladen, ne? So, komm mal her. Let's go. Du bist ja voll mit Öl hier. So, gehen wir mal zurück zu John. Und dann müssen wir Maika-Mission machen.
Aber ich muss ehrlich sagen, Rockstar Games hat wirklich. Also jetzt mit den letzten Updates. Die Performance von dem Spiel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sind das etwa hier die. Das sind die O'Driscolls hier, oder? Bam! Seid ihr tot? Nein. Jetzt seid ihr dead, oder? Nein, doch, immer noch nicht. Wie wär's mal mit sterben? Boy. So, du bist jetzt der letzte, Boy, ne? Hallo? Oh mein Gott. So, nice. Botator, was geht? Also ihr wollt mehr eine Live-Reaction haben? Okay, gut. Dann machen wir eine Live-Reaction draus. Dann machen wir es folgendermaßen. Ich werde dann wahrscheinlich dann morgen... Morgen, das dauert ja nicht lange, diese Live-Reaction, ne? Der Trailer dauert ja, glaube ich, nur 2 Minuten oder so. Dann versammeln wir uns morgen mal so ein bisschen, ne? Und reagieren, also hauptsächlich ich reagiere darauf dann, ne? Und dann können wir gerne, wenn wir den Trailer gesehen haben, so ein bisschen diskutieren, ne? Wie so Half-Life Alyx dann so sein wird, ne? Das finde ich gut. Also sowas würde ich gut finden. So, dann. So, Johnny Boy. Let's go. Du brauchst mindestens Windows 7. Ja, ich habe Windows 10 und ich weiß, dass das Spiel auch auf VR ist. Und wie ihr wisst, habe ich eine VR-Brille auch. Deswegen kein Problem. Ja. Mr. Matthews gave me a message for you. He said when it was convenient to head into Emerald Ranch. He's looking at a few business things there. Okay. Oh, he'll find something too. He always does. Will you be well now, Mr. Morgan? I'm always well, Miss Griffin. Ich frage mich auch eigentlich, wann der Hehler kommen wird. Und das ist wahrscheinlich die Mission mit dem Hehler. Wo ich dann die ganzen gestohlenen Sachen von kaufen kann, ne? Wenn ich ein bisschen Cash habe, ein bisschen Money habe, ne? Denn die GTA 4 Mythen fand ich auch besser als 5, weil die 4 ein düsteres Gameplay haben. 5 hatte das nicht und danke, dass du alles beantwortest. Kein Problem, Brudi. Ich bin zufrieden mit meiner Community. Ich bin auch zufrieden, wenn es so auch wenige Leute sind, ne? Aber ich find's schön, dass welche sich das auch überhaupt auch angucken, ne? Und ich habe auch Spaß daran. Und deswegen versuche ich auch so viele Chat-Nachrichten wie möglich zu beantworten. Noch Kommentare auch. Könntest du einfach live machen und hinterher zusammenschneiden. Das geht auch, Affe mit Waffen. Das geht natürlich auch. Das wäre auch kein Problem. Je nachdem, wie der Livestream dann so ablaufen wird. Ob es sich lohnt, was zu schneiden, ob nicht. Mal gucken, ne? Windows 7 ist flüssiger, wenn es um Gaming geht. Deswegen habe ich Windows 7 ja gut, ne? Also ich habe... Ich hatte keine große Wahl gehabt. Ich hatte Windows 10 schon halt installiert, ne? Ich hoffe so sehr, dass... Oder nee, warte, das war ja anders. Ich hatte mal Windows 7 drauf gehabt. Dann ist mein PC aus irgendeinem Grund, hat er sich zurückgesetzt. Ich habe nichts gemacht. Und danach wollte er Windows 7 nicht mehr drauf haben. Deswegen habe ich Windows 10 gemacht. So war die Story. Ich hoffe so sehr, dass nach oder vor GTA 6 noch Max Payne 4 rauskommt. Das ist halt so die eine Frage, ne? Ob Max Payne 4? Mal gucken, ne? Ghosty, was geht? Ich glaube, ich weiß langsam, wie Valve mit Half-Life tickt. Die zögern Half-Life 3 einfach so hinaus, ne? Die so, lass uns bei was anderes machen, die Leute mal so ein bisschen teasern. Wisst ihr, ich bin ja so da, ich bin ein Half-Life-Fan, ne? Deswegen... Ich freue mich schon auf das neue Half-Life so krass. Ich habe mir schon immer gewünscht, dass das rauskommt. Nach 12 Jahre. Ja, stimmt. Das ist ja wirklich so lange her schon. Ach du Scheiße. Bei mir war es genau das Gegenteil. Ich hatte mit Windows 7 GTA 4 15 bis 30 FPS und Windows 10 hätte ich doch 60 durchgängig. Ja, ist bei jedem irgendwie anders, ne? Warum soll das mit Windows 10 flüssiger laufen? Berechtigte Frage. So, John, let's go. Get on. Good. And you? Got everything we need. Good. I think we need another man. Charles? I'll go get him.
Meet us at the wagon when you can. Sure. Warte, redet. See you, Arthur. Redet gerade Arthur mit John und mit ihr gerade dort? Was? Then you'll be a genius. Alles klar. Jetzt ist da ein A erschienen. Yeah. Das, so sieht mein ganz normaler Montagmorgen aus. Genau so sieht es aus. 1:1. So, Beitrag leisten, komm. Spenden wir mal ein bisschen hier. Apropos Spenden. Das ist Spaß. So, so, Geld spenden. Oder ein Gegenstand? Nein, ich möchte Geld spenden. So, spenden wir mal $20. So, 20 Dublonen mal. So. Geil. Ehre. Smile Place, was geht? Und Niklas... Achso, ja, ja, alles gut. Ich bin gerade leicht verwirrt im Kopf. Tja. Kommt davon, wenn man so viel trinkt. So. Was haben wir hier? Abigail. Hi Arthur. Come here a minute. What is it? Can I ask you a favor? Probably not. Very funny. Would you do something with Jack? Oh ja. He seems kind of down. All this upheaval can't have been easy on the poor kid. Why? Because I'm your preferred nursemaid? Because he likes you, and, well, you know his father's useless. Okay. Thank you. Okay. Jetzt kommt die Jack-Mission. Jetzt wird ein bisschen geangelt hier. Haben wir ein bisschen Fisch hier, ne? Ein bisschen Braten, ein bisschen Räuchern, dazu noch Bier, ne? Geil. Damals war ich mal als kleines Kind, war ich mal im Urlaub, in Kirgisistan war ich im Urlaub und da war, gibt es so einen See, ne? Wenn man dort an den Strand geht zu diesem See, dann konnte man sich, also da war so ein Typ, der ging am Strand dort vorbei und der hat die ganze Zeit geschrien, Ripapivachibachok, also auf jeden Fall, der hat Fisch und Bier verkauft und Chibachok weiß ich jetzt persönlich nicht mehr, was das war. Aber auf jeden Fall liefen da irgendwelche Leute rum, die haben immer auf dem Stand geschrien, Biber Chibachok. Das haben die ganze Zeit geschrien. Und das ist halt in meinem Gedächtnis stecken geblieben jetzt. So, Jack, let's go! Wir gehen fischen. I guess. You wanna come fishing with me? Fishing? Sure, you're right. It's about time that you started to earn your keep. Okay. Good. Let's go get your pole then. You do have a Jack, Alter. Der ist noch so süß. Der ist so klein und süß noch. Good. Well, let's go get it then. Go catch us some fish. Yeah. Komm, let's go. Jetzt gehen wir ein bisschen fischen hier. Wohin gehst du? I'll mount up and lift you on when you're ready. Okay, komm, let's go. So, kommst du jetzt? Komm, ich helfe dir hoch, boah. Komm, let's go. Geil, erstmal eine Angel hier. Die Angel ist verschwunden. Okay, einfach so, ja. Wo könnte die Angel denn wohl sein? Also, ich kann ja ein Deep Swamp Intro zaubern, der Art des GTA Vice Cities Intros. Geil, schön. Pietro, was geht? Und Elektroslitch, was geht? Was besser, dieses oder PS4-Version? Ich bin mehr so für die PC-Version als für die PS4-Version. This is our spot. For now, anyway.
Why? I forgot a storybook there. Oh, was? Well, I'm sure someone can get you another storybook. Really? When? Well, we'll see. Got fish to catch first. Alarm! Alarm! Jack hat sein Buch mit seinen Geschichten verloren dort. Wir müssen nach Blackwater. Wir müssen später nach Blackwater. Ich kann's nicht ab. Der kleine Junge hat sein Geschichtenbuch verloren. Oh mein Gott. Das gibt's doch nicht. So, geh mal runter, du Rotzlöffel. So, also. Angel aus dem Nichts wieder gezaubert. Schön. Komm, let's go, Jack. Ja, am Wasser kann man angeln, Jack. Komm, let's go. So. Bescheid zu angeln. So, holen wir mal die. Oh! So, dann ein Stück Käse. Nee, machen wir mal. Ja, doch, Käse. Je mehr stickt, desto besser. Wow. Also, so geht es. Let's go! Like that? Genau, Jack. Good. All we do now, Jack, is wait for a fish to take the bait. How do I know when I've got a bite? Well, if you feel the tip of your fishing rod just twitching, don't yank it yet. That just means one's nibbling. But if you feel a hard tug, that's a fish going for the bait, so yank hard to hook it. You've got a bite, okay? Oh, ich sehe nichts. Hallo. Hallo? Ich sehe nicht, was vorne abgeht. Lol. Scheiße. Okay. Lol. Hallo? Was passiert hier? Hallo? Was ist mit der Kamera los? Okay. So, let's go. Komm her, du Fisch. Komm her. Oh, da hat er schön hervor, alle hier. Geil! 368 Gramm Steinbarsch! Weg mit dir! Oh, Edel! Geil! Can I take a break from fishing? I wanna make something. Okay. Was willst du denn machen? So, komm, Käse ranpacken! So, jetzt wird ein bisschen weiter geangelt hier. Alles klar, okay. Dann angel ich mal weiter. Oh, boah. Oh yes, baby! That's what I'm looking for! Oh. Oh. Hab ich den einen und denselben Fisch wieder gefangen? Ein blauer Sonnenbarsch! 400 A. Digga, du kommst aus dem Topf hier, ey! So. Hey! Born as hell. Hast du gerade gesagt, dass Fischen langweilig ist? Fischen ist geil! Oh, weiter geht's! If you're lucky. But until then, you just sit, wait, try not to worry. It's good for you. It's good for
I guess. Oh, 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 oh boy! Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Oh, schon wieder so ein kleiner hier. Was ist das für schwer, so ein blauer Sonnenbarsch hier? Stein! Oh, du bist ja aber winzig hier. Ja, zurück mit dir. Ehre habe ich bekommen. Geil. Hey, look at this. What? This necklace I made. Necklace? For Mama. Sure. What a fine young man. And in such complex circumstances. Arthur, isn't it? Arthur Morgan? Who are you? Yes, Arthur Morgan. Vanderlyn's most trusted associate. You've read the files. Typical case. Orphaned street kid seduced by that maniac's silver tongue and matures into a degenerate murderer. Agent Milton? Agent Ross. Pinkerton Detective Agency, seconded to the United States government. Nice to finally meet. We know a lot about you. Do you? You're a wanted man, Mr. Morgan. It's $5,000 for your head alone. $5,000? For me? Can I turn myself in? We want Vanderlyn. Old Dutch. I haven't seen him for months. That's so. Because I heard a guy fitting his description robbed a train belonging to Leviticus Cornwall up near Granite Pass. Oh, ain't that a little old-fashioned nowadays? Apparently not. Listen. This is my offer, Mr. Morgan. Bring in Vanderlyn. And you have my word, you won't swing. Oh, I ain't gonna swing anyways, Agent. Milton. You see, I haven't done anything wrong, aside from not play the games to your rules. Spare me the philosophy lesson. I've already heard it from Mac Callender. Mac Callender? He was pretty shot up by the time I got to him. So really, it was more of a mercy killing. Slow. But merciful. You enjoy being a rich man's toy, dear. I enjoy society, flaws and all. You people venerate savagery, and you will die. Savagely, all of you. Oh, we're all gonna die, Agent. Some of us sooner than others. Good day, Mr. Morgan. Goodbye. Enjoy your fishing, kid. While you still can. Who are they? No one to worry about. No one at all. Come on. Let's pick up your things and get home. Jo, ich hab so eine Idee, Leute. Ich hab so eine Idee. Wie wär's, wenn jemand mir einen Kanister Öl bringt und eine Waffe, ein Repetiergewehr? Dann steckt mir das den in den Hinterteil! Na? So. Okay, können wir den irgendwie hinterher reiten? Irgendwie hab ich Bock, das zu machen. Let's go. Master 50, ich habe das gelesen jetzt mit dem Mythos, was du da gesagt hast. Ich, um ehrlich zu sein, ich höre diesen Mythos zum ersten Mal, dass Javier der Vater von Jack angeblich sein soll. Das wäre mit mir persönlich ziemlich neu. Because, well, because those are disagreeable men, and I don't want them to hurt him. What did they mean about Mac? Is he in jail? Ehrenmann, do you like Apple? Was? Was das denn für eine Frage? Annäher mischen, was geht eigentlich? Und Koloss 47, was geht? Jo 91 auch da, was geht? Lern da Mai. Okay, wo wohnst du? Brudi, schreib ich privat an, komm nach NRW, ne? Wir regeln das dann, ne? It was okay, I think. It's a lot of waiting around. It is. Du musst Arthur seinen Vollbart wachsen lassen, sonst fehlt was. Okay, auf der PS4 hatte ich ihm Vollbart gegeben, ne? Okay. Aber hier bei dem Run möchte ich ihn so glatt rasiert haben, ne? Damit man so einen Unterschied hat. Bester ist quasi. Sheriff Pipe, was geht? Brudi, Ehrenauge. Ehre.
In diesem Spiel geht es ja nur um Ehre. How you boys get known? Great. We caught a fish and I made you this necklace. Ain't that pretty? Ain't I the luckiest? Did you thank Uncle Arthur? No need. We had a good time. What's wrong? Nothing. Just met some folk. I better go speak with Dutch. Okay. Hey, you did real fine, kid. Thanks. We got a problem. What? I just met some guys out near the river. A fella named, Milton, and, I don't remember the other fella's name. Ross. Milton and Ross. And they are employees of the Pinkerton Detective Agency. And they know about the train, and they know we're here. Well, you followed back here. No, they know we're near here. And they want you, Dutch. They offered me my freedom in exchange, they did. Why didn't you take it? Very funny. Well, what do we do now? I say we do nothing. Just yet. They're just trying to scare us into doing something stupid. We have turned a corner. We survived them mountains. We just need to stay calm. Boah, die Musik ballert. Ohne Scheiß, das ist mein Jam, ey. Yeah. Ey! Wer hat die Musik abgeschaltet? Hallo? Digga, ich war gerade voll im Flow. Wie könnt ihr einfach die Musik ausmachen? Hallo? Das ist aber gemein. Oh, ein Brief. Ich snitch den mal jetzt mal kurz weg, ne? Was haben wir denn hier? Mollys Gedicht. Ich war ein Mädchen, bis du mich bestelltest übers Meer. Mir bleibet nichts, gab alles an dich. Meine Liefe war so winziglich. Dein Land, deine Liebe, weit und frei gar sehr. Ich war ein Mädchen, du riefest mich. Du warst stark, groß und düsterlich. Du stahlst den Herzschlag von mir her. Mir bleibet nichts, gab alles an dich. Deine Lippen verzaubern, deine Augen fesseln mich. In Ekstase ist dein Herr. Ich war ein Mädchen, du riefest mich. Deine Schmarotzer und Diener winden sich, ziehen über unverstandene Liebe her. Mir bleibet nichts, gab alles an dich. Ich sitz allein, schreib undeutlich, elende Worte und warte nunmehr. Ich war ein Mädchen, du riefest mich. Mir bleibet nichts, gab alles an dich. Schön. Kann ich das mitnehmen? Warte, drehen wir mal um. Oh, da ist ja nichts. Dann tschüss. So, wer hat hier die Musik ausgemacht? Komm, Partytime. Dann nicht. Was ist denn da gerade erschienen? Was ist das? Oh, hallo. Ein Hof über... Nein! Nein, ich möchte jetzt hier noch nichts überfallen. Was los, Rudi? Lass mich erstmal eine Runde pennen gehen. Siehst du eigentlich immer noch nachts Horror-Indie-Games? Nachts ist es natürlich schwieriger geworden für mich, was zu streamen, ne? Okay, Wochenende geht das schon, ne? Aber jetzt so nachts in der Woche so ist sehr schwierig. Ich habe ja noch vor, eine Horror-Indie-Game-Woche zu machen, wo ich 7 Horror-Indie-Games spielen werde, welche in VR, also mit der VR-Brille sich spielen lassen. Ne? Das ist so Next-Level-Horror-Indie-Game-Woche. Ne? Das wird geil. Fun Fact, quasi CEO der Weinfarm Corporation. Abigail, das heißt, das sage ich John. John? Alarm! So, hast du wieder Bart bekommen? Nee. Patrick Stavia, was geht? Und Simson Lugas ist auch da, was geht? Guten Morgen! Okay, Miss Grimshaw? Yes, finally about done cleaning up after that party. Geile! So,
Ist das hier. Ah, oh, nee, das ist. Das ist Micah. So, und hier haben wir Hosea, hier haben wir die John-Mission. Hosea braucht Hilfe bei einer neuen Geschäftsidee bei der Emerald Ranch. Okay, let's go, let's do this! Why not? So. Wer hat mich begrüßt? Hallo? Oh, guten Morgen. Okay, dann nicht. So. Okay, let's go. Warte, kriegen wir noch mal was zu essen hier? Haben wir was zu essen? Guten Morgen! Wie sieht's eigentlich mit meinem Spieler denn aus? Ist er gerade am Verhungern? Untergewichtig! Aber momentan sieht ja noch alles in Ordnung aus. Ehre ist in Ordnung. Das ist das Beste. So. Kein Problem. Schönen Tag noch. Lenny! Oh, wie kaltherzig. Das verletzt meine Gefühle, Lenny. Gott. Du bist wie mein eigenes Kind. Du bist wie mein Sohn, Lenny. Mann. Lenny, warum so? Oh, was zu essen. Komm, setzen wir uns mal hin. Können wir das aufessen, was da noch liegt? Will doch bestimmt niemand mehr, oder? Komm, ess. Oh. Dann nicht. So, let's go. So, let's go, Friedrich Engels. So, was speisen wir denn heute zum Frühstück denn? Wir haben ja noch den blauen Sonnenbarsch. Den können wir ja auch noch essen hier. So, was haben wir denn so Schönes? Cracker, nee. Dosenmais. Ja, schöner Dosenmais am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Mh, das war lecker. So, let's go. Boah, die Sonne ballert. Breaking News. Ehre geht vor Essen. In Kürze einzuleiten. Ja, Ehre ist wichtiger als Essen. Das weiß jeder. Also Horrorspiel auf der VR wird vielleicht ein bisschen krasser sein als auf dem PC oder Konsole. Oh ja. Also ich habe... Habe ich überhaupt ein Horrorspiel schon mit der VR-Brille gespielt? Nee, eigentlich nicht. Also es werden so die ersten Horror-Games sein, die ich für die VR dann spielen werde. Ich habe noch kein einziges Horrorspiel für die VR gespielt. Ihr könnt gerne mir Vorschläge schicken, welche Horror-Indie-Games man mit der VR-Brille spielen kann. Ich habe da jetzt so 2-3 im Sinne, aber ich weiß jetzt nicht, was es so für Spiele gibt, die so richtig Jumpscare-Horror-VR sind, ne? Aber es müssen halt so Indie-Games sein halt, ne? Arthur für Resident E. Warte, was? Ist doch Inheritance, oder wie das heißt. Inheritance habe ich doch letztens gespielt. Das war eine Enttäuschung. Minecraft. Das Spiel wird ballern, Alter. Also wenn ich dort in Cave reingehe, ne? Wenn ich dort in die Höhlen reingehe, ne? Und ich höre diese Sounds und es ist dunkel und dann kommt hört man hinten so ein Psch. Dann kacke ich mir in die Hose. Ganz ehrlich, ne? Also. Das ist heftig. Nachricht über Flo. Warte, was? Glaubst du, Mexiko wird noch in Red Dead Redemption 2 eingeführt oder diese Insel? Nee. Tut mir leid, ich habe die Nachricht gar nicht gesehen gerade. Ich glaube nicht, dass Mexiko oder diese Insel dort ihr inbegriffen sein wird. Aber was ich mir eher vorstellen kann, ist, dass es dann Mods geben wird, wo man auf die Insel und Mexiko dann so betreten kann. Ne? Aber ich glaube, so wäre es gegenüber der PS4 und der Xbox wäre es ziemlich... unfair, wenn die es hier bei der PC-Version einbauen würden, ne? Wie oft spielst du GTA? Ziemlich fast jeden Tag, ne? So. Oh, sehr! No doubt. I do interesting very well. It's trusting I don't do so well. Please. Arthur, this is Seamus. He's our new partner. I ain't no such thing. Prospective new partner, if he likes us. Liking ain't the problem. Trusting is, as I said. Keep your voices down. I don't want my boss hearing. This is a sideline. Of course. Look at us. Honest as the day is long. Exactly. I'll tell you what.
Let us prove ourselves. Prove ourselves? To this clown? What you talking about? Good day, Hosea. Good luck with your business dealings. Listen, he's rough and ready and quick with his tongue, but I swear you can trust him and trust me. I'm an old man. You're not old, Seamus. I'm old enough, and you know why I ain't dead? You don't trust idiots. Exactly. We're not idiots. Let us prove it to you. Okay, I'll tell you what. Arthur. Old Bob Crawford and his boys just bought a beautiful stolen stagecoach from upstate. It's in their barn. Now you go get that, and then we can work together. Who's old Bob Crawford? An acquaintance of mine. So you want us to take out your competition? Well, he's not just an acquaintance, but a cousin by marriage. I also want to see if you boys got what it takes. Now you survive that. Where is he? He's in a farmhouse just northwest of here called Carmody Dell. It's just up the train tracks as you're heading up towards Fort Wallace. There's also some money in that house, but that's your business, not mine. But don't kill nobody. Folks know we ain't intimate no more, and they'll know it was me. But you're fine with us robbing your cousin. By marriage. And yes, I'd love it. You heard the man. Let's go rob his cousin. By marriage. Ja, lass uns mal den Cousin mal hier ausrauben, ne? Ist das ja ganz normal. Alltäglich, also mache ich jeden Dienstag, bevor ich streame. So. Let's go. The other one who's been out gallivanting around here. That's what you call it. Clearly you. So. Ich gucke einmal jetzt gerade dorthin, die Nachrichten zu checken. Okay. Ich habe nichts gemacht. Ich kann dir Five Nights at Freddy's Help Wanted empfehlen. Oh. Five Nights at Freddy's VR? Oh. Oh. Silvester Speedrun, bitte. Silvester werde ich keinen Speedrun machen. Da werde ich feiern. Deswegen will ich da Silvester keinen Speedrun machen. If the two of us can't steal a stagecoach from Seamus's old crooked cousin by marriage, we should hang up our hats now. Tipp in Rhythmus des Galopps eines Pferdes, um Ausdauerverlust zu verhindern. Okay, na dann. Dann machen wir das doch mal. Ey, ich verliere keine Ausdauer. Geil. Das ist aber scheiße nervig hier die ganze Zeit so drauf zu drücken. Gott, nee. Oh, ja, aber. Boah, ich habe keinen Bock, die ganze Zeit drauf zu drücken. Das ist so nervig, ne? Spielst du gerne Horrorspiele? Oh ja. Ich spiele liebend gerne Horrorgames. So, Verbundenheitsstufe 3 gemacht. Geil. Und dann, let's go. Dann lass mich doch mal mein Dings anziehen hier. There's the house. I see the barn in the back. Stagecoach has to be in there. Okay, let's take a quick look at the place. Okay. Nutze dein Ferngleis. Ferngleis, genau, Basito. Ferngleis. Nutze ein Fernglas, um zu gucken. So. Da ist doch jemand. Okay. I reckon we can do it now. I'll head over, distract him by putting on a little show where you sneak into the house, find what you can, then get the stagecoach. Or wait until nightfall. Sneak in, then I'll get the coach. You can try the house. What do you think? Ich bin ja mehr so der Nachttyp, ne? Deswegen Nacht. Just wait. Okay, let's go. Sure. You go into the house. I'll go find this wagon. So.
Wird Zeit, sich das mal hier ein bisschen vorzunehmen, ne? Gehen wir mal First Person. Schleich dich. Okay, let's go. Machen Sneaky Breaky jetzt. Okay. Sieht clear aus. Okay. Sieht doch alles doch ganz gut aus. Sticky Bricky. Platinring. Das quietscht alles so sehr. Perlkette. Geil. Okay, wir haben alles. Wieso lassen die überhaupt ihre scheiß Türen offen? Ihr Idioten! So. Get on, dear boy. Komm, lass mich rauf. Easy. So, diesmal folgst du mir jetzt, Pferd, okay? Nein! Oh Gott, Friedrich Engels, ich habe schon so Angst gehabt. Oh mein Gott, Friedrich Engels. Oh mein Gott, oh my goodness, oh my damn. Wir müssen leise damit wahnsinnig auffliegen. Wow. Auch ihr im Chat musstet leise sein. Deswegen hat ja alles perfekt geklappt. Schau in den Kamin. Oh, scheiße. Egal. Egal. Stick around here for? Not sure. Until we can't, I suppose. Feels like we're starting to get back on our feet, slowly but surely. Just need to keep at it. Okay, here we are. Just pull the coach into the barn there. Ja, genau, der wusste so, dass wir jetzt genau jetzt ankommen würden. Der wusste es einfach. Hello, Seamus. We met your cousins. How was it? Fine. Nice people. Park that thing in here. Incest. Nice work, Hosea. It was mostly Arthur. Like I said, coarse but competent. Here. Thank you. If you find any other coaches that need selling, I'll see what I can offer you for them. But discreet, you know. Of course. Goodbye, gentlemen. I'm heading back to camp, I think. You coming?
Ja, ich komme mit. Zeit zurückzugehen. Oh. Dann nicht, dann machen wir jetzt eine epische Transition. Eine Transition. Easy. So. Alter, ey. So. 82 Dollar. Geile. So. Dann binde mal dich mal fest hier so. Zack. Boom. Bada bang, bang, boom. So. I reckon you two are made for each other. Made for each other. Aha. Oh. Bill. Es ist nicht lustig, mit dem Geschlechtsteil von einem Mann so rumzuspielen. Das ist nicht nett. Das ist... Was geht denn da jetzt ab? Ich glaube, die haben bei der PC-Version ein paar mehr random Dinge hier eingefügt als bei der PS4, oder? Also, ey, das ist ja eine geile Bande hier, ey. Geile. Ah, Onkel, ich liebe dich, ey. Oh Mann. Na dann, viel Spaß euch noch. Okay. Ich habe das bei der PS4 auch noch nie erlebt. Ich glaube, die haben bei dem PC ein paar mehr Funktionen hinzugefügt. Also so kommt mir das so vor. A Channel Room wäre auch okay. Es kostet billig und es ist gut gemacht. Ist auch für VR. Okay, muss ich mir mal angucken. So ein Trailer mal, ne? So. Auf zum nächsten Morgen. So. Good morning! Die Zeit wieder loszusteppen. Guten Morgen, Miss Grimshaw. Kann ich was essen? Nein. Dann wird's wieder Zeit für Dosenfutter. Was haben wir denn? Kekse, Süßigkeiten, Zigaretten. Oh, Zigaretten ist immer lecker. So, was haben wir denn? Eine Birne. Eine Birne zum Frühstück ist auch geil. Und ein Apfel hinterher. Geil. So, let's go.
Wir reiten jetzt zu John. Maika kann warten. So. Dann, oh, das ballert wieder hier, Alter. du hast auch nie weitergezeugt wie mein Papa. Er ist Milch holen gegangen und bis daher sind 12 Jahre vergangen. Wow. So. Dann auf zu John. Dann machen wir mal diesen kleinen Zugüberfall hier. Ich wag mich eigentlich, auch wenn man untergewichtig in diesem Spiel ist, ne, kann man auch so richtig krass übergewichtig sein. Muss man einfach die ganze Zeit immer nur essen? Oder wie läuft das dann hier ab? Die ganze Zeit immer so was richtig Fettiges essen, ne? Die ganze Zeit so Süßigkeiten und Kekse und keine Ahnung, ne? Immer so was richtig, so richtig fett macht hier. Was macht in Red Dead Redemption 2 eigentlich so einen richtig fett? Was muss man hier essen, um fett zu werden? Ist es egal, was man isst, oder muss man was Bestimmtes essen, um fett zu werden? Da bekomme ich ja gleich fett CJ-Flashbacks. Boah, die Landschaft ist so schön. Aber die Performance ist wirklich besser geworden hier bei dem Spiel. If you could help me with these shackles, I just might have a chance. So how'd you end up like this? Just shoot the damn chains already, come on! Okay, kein Problem. Mach ich doch gern. Kannst du mal bitte aufhören, so zu bewegen? Ich muss die Ketten abschießen. Hallo? Come on, hallo! Oh, yes. Bitteschön. Yes, perfect. Ah, thank you. I got no money to give you, but I think I might got something even better. What's that? A fella told me about a big farmhouse out in the middle of nowhere, loaded up with valuables ripe for the taking. If you're in Rhodes, you head north and then east. There's a fella there who raises pigs. Oh, yeah? Why'd I be interested in that, huh? I'm just a hunch. It's up to you, friend. Okay. Gut zu wissen. Oh, da haben wir doch mal was Schönes erfahren hier. Das wird lecker später, wenn ich das offscreen machen werde. Ich habe es nie geschafft, fett zu werden, obwohl ich am Ende des Spiels immer Corned Beef gefressen habe, bei der kleinsten Wunde. Okay, es ist... Also... Man kann ja auch fett werden hier in dem Spiel, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der übergewichtig ist hier in diesem Spiel. Aber ich denke mal, das sollte eigentlich ja klappen. Du musst zum Maggis, um fett zu werden. Oh, das ist aber neu, dass es hier Maggis gibt hier. Sean! Hör auf, hier so blöd rumzuschießen. Was soll das Schitze hier? Was denn los mit dir? Well, at least it ain't your job. Ah, shut up, Arthur. Yeah, your job's starting the fights. You ain't winning them. We can scrap, Arthur. I'm just not good at homework. I can see. Besides, what do you care, Englishman? You've got no time for me. I tried to find you work, but then you're off cutting jobs with other folks, and your boy Sean doesn't get a look in. Guess I don't want to get shot, that's all. Yeah, you're a real fucking funny shit, Arthur Morgan, huh? Real fucking funny. Calm down. You better sleep with your eyes open. Yeah, well, you're gonna sleep with your chest open if you ain't careful, boy. I love you, Arthur Morgan. I love you. Come on, take a shot. Come on, take your best shot, please, eh? Grow up. And let me come on the raid, witches. Raid? Don't be playing coy with me, son. It's unbecoming. That bloody train you and him has set up. What you're doing out here, you're going to need guns. You're going to need men. Oh, that. So Marston told you? It ain't a big show. I need calmness. If
I take you, I might as well bring Micah along. Now compare me to that oily toad again. You're a dead man. Fair enough. Anyway, Arthur, what's your problem with me? In fact, don't tell me. I already know. You are threatened by me. Threatened by you? Yeah, my youthful vigor. It intimidates you. Does it? It's a story as old as the hills. The changing of the guard, the fading of the light. You're toast, old man. Okay. And what are you? I'm the future, in all its glory. Yeah, well, good luck. Good luck and shut up. I want to get some rest before nightfall. Wake up, you lazy sod. What are you doing here, kid? I'm coming, John. On the job. I said you weren't coming. Yeah, well, Arthur says I am, and it's his party, boy, so come on, let's go. Me and the big cheeses love it. Can't wait to slit some bastard's throat. You sure about this? No. Are we ready? Yeah. Train's due through tonight. All right, then. It's on. Charles? I'm ready. Gentlemen, let's go earn some money. Let's go. Get some money. All the horses untethered? Think so. Good. They should follow on behind us. You find a good spot, Wolfman? Yeah. Follow the trail southwest. There's a spot that's remote, but should still give them enough time to spot the oil wagon. They see this block in the tracks, they'll stop soon. Brankstiffer, was geht's? He's trying to dampen the recall, that's more of a revolver technique. Das heißt nicht Money, sondern das heißt Money. Wer ist der gute Money? Wer ist der Money? Boah. Bloody hell. Ich liebe diesen britischen, irischen Akzent. Ich liebe es einfach. Dutch Plunderlinde. Oh Mann. Ich habe schon viel zu viele Memes davon gesehen. Komm, Friedrich Engels, beeil dich. Hallo? So, like I was talking about, that could put you out of commission for the rest of the year. Why do you have to speak so much? It's incessant. Cause I've still got some blood in me veins. You old bastards have forgotten how to live. I blame you two for rescuing him. Far too much trouble for what we got out of it. Too fast, Arthur. Ja, wie too fast? Es geht niemals zu schnell. Leute, was ist denn los mit euch? Money heißt das. Es heißt nicht Zaster, es heißt nicht Money, es heißt Money. Where is the good Money? Back in business, boys. You know, my dad always used to say. Ja, Kolla, schön, dass du heute dabei warst. Dann bis zum nächsten Mal. Fine. Damn you three. Sulky, angry, Scarface. A right barrel of laughs. So, we've locked the tracks with the wagon, then jumping. That's the plan. Pretty much. Charles, you deal with the engineer. John, secure the passenger car fast, take charitable donations, and make sure everyone behaves. Little Mr. McGuire. Here's good. Stop the wagon over the tracks. Remember, these are innocent folks. We handle this right, nobody needs to die here. Yeah, yeah. Easy. Whoa. Mr. Marston, Mr. Smith, Mr. McGuire. Get over there. When she slows, order. And you? I'm gonna make sure she slows. I'll do or die with you. I like it. Get moving. Here she comes. So eines der epischsten Szenen auch in dem Spiel.
Oh ja, Mann. Das ist so eine geile Szene. So, 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 meine lieben Leute. Okay, gut gemacht. So, let's get the money. So, Momentchen mal, Brank's hier vor. Ich hab dich schon echt lange nicht mehr gesehen, geschweige was von dir gehört. Ich war bei den Gittes dann das Mythenzeit. Das war eine Zeit. Oh, Bruder. Ehrenmann. Schön, dass du zu dieser ganzen Zeit dabei warst, ne? Freut mich, dass du wieder zurückgefunden hast, Brudi. Stellt euch mal vor, der Soldat sagt, ich brauche Money und der andere denkt sich, der Somebody braucht. Das stimmt allerdings, ey. Aber es ist noch als Kellner. Nee, schon lange nicht mehr. Ich arbeite schon lange nicht mehr als Kellner. So, let's get the money. Hallo? Guten Tag, die Herren! Nein! Los! Herr mit dem Muni! Shut the frick up! Wo ist das gottverdammte Muni? Los, Herr mit der... Dankeschön! Vielen Dank für eure Kooperation. Ist es so? Bam, Junge! So. So. Wo ist das Geld, hä? Her mit dem Money! Oh. Oh, Hallöchen! Wo ist das Geld? Hä? Sonst verkaufe ich doch gleich dein Toupet! YouTube Donations eintreiben, genauso! 19. Jahrhundert, ne? War sich doch so, die Leute haben schon lange nichts mehr donated, ne? Wird Zeit, die YouTube Donations mal analog zu holen hier. Genau so war's. I can handle this from here. You should check on Sean. Okay. Alles klar, okay, dann gucken wir nochmal nach Sean. Sean! Oh, boah! Oh, mein Gott! Brudi! Was geht denn hier ab? So, war's das jetzt mit euch? Okay. So, was haben wir denn hier so Schönes? Hallöchen, Geldscheinklammer. Eine Zigarre, her damit. Schmuck? Geil, ein Platinring. Not bad at all. So, guter Brandy. That's some good stuff hier in here. So, ein bisschen Schmuck. Eine goldene Taschenuhr. Easy. Was haben wir hier so Schönes? Nein, lass mich noch ein bisschen abchecken hier so. Geldscheinklammer. Ja, chill. Oh mein Gott. Warum kletterst du auf die Kiste? Mach die Kiste auf. So, her damit. Machen wir mal ein bisschen hier.
Platin-Taschenuhr. Geil. Two assholes on horses. How many you say? I just see a pair of them. In that case, we're fighting. Marston, Smith, get ready. You men come out the train now, do you hear? We said you men come out now. There's only two of you, you fools. We got a whole lot less to lose. Why don't the two of you ride away? That way neither you get killed. Goddamn liberties. There's a few more than torn enough. Man, my big mouth. That escalated quickly. Okay, wird Zeit. Ein paar Leute umzubringen hier. Zack. Damn. Bisschen Max Payne Shit hier machen. Oh. Oh, what? Oh, shit! Ooh! Damn! Okay. Let's go, 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 go! Friedrich Engels, komm her! Let's go! Okay, let's go! Reitet mir hinterher! Oh Gott, nein, die kommen von dort! Okay, 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 alle beruhigen sich jetzt, okay? Mir nach! Go, 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 go! Reitet wie der Wind! Reitet wie der Wind! So, gleich haben wir es, gleich haben wir es. Komm, wir gehen hier hin. Nein! Oh. Ja, komm hier in den Wald rein. Komm schon, komm, 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 komm. Easy. Easy peasy, lemon squeezy. So, 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 so. Okay, okay, okay. Verstecken uns jetzt hier im Wald so lange, bis die weg sind, ne? Das ist die Taktik jetzt. Oh, wir sind ja. Okay, das ist random. Okay. Oder ist es das? Ja, doch, eigentlich schon, oder? So, wir warten jetzt hier, okay? Shh. Alle ruhig hier. Alle ruhig. Wir haben einen Überfall. Es überfällt. Spaß. Ich habe schon gesehen, dass du gekommen bist. We can see what they call you, the professionals in the outfit. Shut up. At least we made some money. Hey, what did I get? Gotta be $100 here. Very nice. You weren't even invited. What now? We still need a real big take. Enough for us to get out of here. Was that a setup? Law turned up real fast. I don't know. I don't think so, but I'm starting to get nervous. Think they followed us from Blackwater? Maybe. They found me already near Horseshoe, but I think this lot was just locals. I hope so. I'm gonna head into Valentine, see if I can get something started there. Good idea. Either way, we should all go it alone right now. You know the deal. Don't be followed. Of course not, boss. Yeah. Geile. Yeah. $206. Das ist doch mal ganz nett hier. Wir haben wieder Money. Wir haben Money in der Bank jetzt hier. Geil. Darauf erstmal einen guten Brandy trinken hier. Guter Brandy. Komm. So delicious. So Leute, meine Zeit ist vorbei leider jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen heute. Und wir sehen uns dann zum nächsten Part von Red Dead Redemption 2 wieder. Wird wahrscheinlich in den nächsten 2-3 Tagen wieder kommen, ne? Deswegen haltet euch fest. Es kann sein, dass ich es ankündigen werde. Es kann sein, dass ich es spontan machen werde. Aber morgen machen wir dann dementsprechend die Reaction von dem Half-Life-Trailer. Wird ja nicht lange dauern. Und ich würde dann mal sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Samstagabend und wir sehen uns dann zum nächsten Part wieder. Bis dann, meine lieben Leute. Haut rein! We'll be right back.
Wer ist Dämonie?